Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Moin! Bevor wir aber reinsteigen in die Videothematik, möchte ich an der Stelle diese Zeit nutzen, um einmal Werbung für mich selber zu machen, beziehungsweise für uns. Denn auf meinem Zweitkanal ist die erste Folge unseres gemeinsamen Podcasts live gegangen. Ich habe nämlich, ja, ihr könnt es genauso wenig wie ich kaum glauben, einen eigenen Podcast erneut, aber diesmal mit mehreren Leuten und nicht nur alleine, mit Sigi Siegmann, dem Ehrenmenschen, und mit Ehrenfrau Fenja. Ich bin absolut gehypt. Haut da gerne mal vorbei. Link natürlich in der Videobeschreibung. Wir quatschen über Gott und die Welt und alles andere. Und die erste Folge ist natürlich ein wenig ausschweifend. Nichtsdestotrotz ist das ein Spaß für die ganze Familie. Deswegen guckt es doch bitte mit der ganzen Familie. Da wir das jetzt aus dem Weg geschafft haben, können wir uns ja jetzt um das aktuelle Thema kümmern. Und zwar geht es mir in diesem Video um Simon Kretschmer, der anscheinend mal wieder seine Probleme unreflektiert einfach so ins Internet abgeladen hat, um sich seinem Ärger Luft zu machen. Und das ist gerade mit seiner Reichweite, gerade auf Twitter, wo er anfänglich damit begonnen hat und dann später auf YouTube weitergemacht hat, gar nicht mal so unproblematisch. So fiel er auf Twitter mit folgenden Tweets auf. Wo bleiben eigentlich die großen kritischen Merkel-Interviews dieser Tage? Die hat uns die ganze Scheiße doch eingebrockt. Kohl, Schröder, Merkel. Erst wenn alles vorbei ist, merkt man, welche weltfremden Irren uns hier eigentlich regiert haben. Dann schreibt ihm irgendein Kecko mit ganz vielen Nummern hinter dem Namen auf Twitter. Das ist grundsätzlich jemand, den man ignorieren sollte, aber er schreibt ihn darunter. Die Entscheidung 2015, den Geflüchteten ein Recht auf Asyl, welches explizit nach den Erfahrungen des Dritten Reichs in der Verfassungsschutz geschrieben wurde, Verfassungsschutz, einzuräumen, ist wirklich der Grund für die aktuellen Probleme. Unsere Humanität war das Problem. Wirklich? Und darauf antwortet Simon, ja. Gegen Merkel! Weil hier eine Volksverräterin ist! Punkt. Ja. Und er führt weiter hinaus. Genauso ist es. Gut meinen kann auch Scheiße enden. Die echte Welt ist halt nicht dein Twitter-Header. Wir haben damals dumm, naiv und weltfremd aus einem national-emotionalen Schock heraus agiert. Es wurden Fehler gemacht und diese Fehler bis heute nicht korrigiert. So, und das klingt natürlich erstmal super alarmierend und fast so wie etwas, was aus dem AfD-Lager reproduziert werden würde. Da muss man an der Stelle klar aufzeigen, dass ein Simon Kretschmer nicht zum AfD-Klientel gehört, die AfD, aber auch den Populismus, die eine Wagenknecht voranbringt, stark verurteilt. Das sind Leute, die leben ja gar nicht in dieser Realität. Das sind Vollidioten. Wenn ihr die wählt, gut, aber dann müsst ihr auch wissen, ihr wählt einfach komplett dumme Menschen, die gerade smart genug sind, um euch zu manipulieren. Dann macht doch eine Protestpartei, die Sinn ergibt. Die Tierschutzpartei, macht Umweltpartei, pflanzt Bäume. Aber die AfD wird euch nicht retten. Die wird euch nicht retten. Punkt. So, es ist einfach wahr. Was man aber über Simon Kretschmer sagen kann, ist, dass es ihm nicht gut geht und dass er extremst belastet bzw. frustriert mit der aktuellen Situation hier in Deutschland, aber auch mit der Welt ist. Was nachvollziehbar ist, zu einem gewissen Maße. Aber da muss man sich vor Augen halten, was bringt es einem bei einer riesigen Plattform, bei einem gewissen Stellenwert, den man in den Herzen der Menschen einnimmt, aufgrund von Nostalgie und Kindheitserinnerungen, in puncto Giga, Rocket Beans und Game One, was bringt es einem, in einem Stream einfach alles einmal rauszulassen und Gefahr zu laufen, andere Menschen, die eventuell noch nicht bei dem aktuellen Stand sind, wenn es um Frustration geht, dahin zu drängen. Denn Lösungen werden hier nicht angebracht. Auch wird nicht auf einer sachlichen, informierten, fachlichen Ebene argumentiert, sondern es geht hier nur um rein emotionales, mir geht's scheiße, alles ist blöd und ich will das jetzt mal loslassen. Wir sollten einfach versuchen, smart jetzt mit dem Problem, was wir uns eingebrockt haben, irgendwie umzugehen. Ja. Aber was weiß ich, bin kein politischer Beobachter, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ausbildung in Journalistik Bezug auf Politik, ich habe kein Netzwerk, keine Kontakte, ich kriege nicht mal eine fucking E-Mail von irgendwem. Aber ja, das sind so meine Gedanken dazu und ich weiß oft nicht, wohin damit, weil ich mir denke so, naja, du willst nicht noch mehr. Das ist so, alle tanzen ums Lagerfeuer rum und muss ich da wirklich jetzt auch noch einen Holzscheit reinwerfen? Eine sehr gute Frage. Man kann es in dem Fall tatsächlich Gejammer nennen und das kann in dem Maße leider super problematisch werden. Und diese Art von Gejammer habe ich ja auch an anderer Stelle schon kritisiert. Was natürlich nicht bedeuten soll, dass man nicht in der Lage sein kann, im Internet über seine Probleme und Ängste zu reden. Aber es gibt halt einfach Unterschiede zwischen über Probleme reden und Ängste schüren ohne Mehrwert. Und einen Mehrwert an Ängsten schüren haben, ist halt sehr, sehr problematisch und moralisch hardcore verwerflich. Auch erweckt das ganze Video für mich
einen sehr wirren, unstrukturierten, undurchdachten Eindruck, der es eigentlich schwer macht, das Video als gesamtes Werk nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch zu thematisieren. Deswegen habe ich mir wirklich echt nur ein paar Clips rausgenommen, wo man reingucken kann und dann sagen kann, so, hey, ergibt das Sinn und was stimmt da nicht? So, hey Leute, ohne Witz, das war halt wirklich ein absoluter Fiebertraum. Das Video ist vor ein paar Tagen offline genommen worden, ist mittlerweile aber wieder online. Und sein Twitter-Account, der vor ein paar Tagen offline genommen wurde, ist dann wieder online genommen worden mit folgenden Aussagen. Und da geht es dann auch wieder heiß her. Deswegen, ich weiß nicht, was bei Simon los ist. Ihm scheint es auf jeden Fall nicht gut zu gehen und er wirkt auf jeden Fall nicht sehr gesammelt und sortiert. Aber seht selbst. Jetzt irgendwie eine Position beziehen zu müssen, dann wird das auf jeden Fall noch mehr knallen und macht mir schon ein bisschen Angst. So, weil ich habe das Gefühl, apropos knallen, dass ja einfach jeder Grund mittlerweile reicht, um irgendwelches Feuerwerk rauszuholen und auf Polizisten zu schießen. Da denke ich mir auch, das ist einfach, tut mir leid, aber das ist mit das Gehirnamputierteste, was man meiner Ansicht nach machen kann. Und hier hat er mich im Stream das erste Mal abgehängt. Ich habe nicht verstanden, wie die aktuelle Situation im Nahostkonflikt zusammenhängt mit dem Konflikt mit den Krawallen an Silvester Anfang diesen Jahres. Habe ich nicht verstanden, wo da die Überschneidungen sind, außer dass dort mehrheitlich Menschen mit Migrationshintergrund, gerade von Seiten der Medien, gegenüber die ein Simon Kretschmann nicht sehr positiv eingestellt ist, im Vordergrund standen. Deswegen, solche Gedankensprünge und Verknüpfungen von Themen, die eigentlich inhärent nicht unbedingt sehr viel miteinander zu tun haben, passieren in seinem Video durch die Band weg. Ich würde behaupten, das ist das einzig Konstante in seinem Video und sagt mir indirekt, dass er anscheinend wirklich zu viel im Internet ist und sich zu viel mit dem Negativsten der negativen Nachrichten auseinandersetzt. Im selben Atemzug, während er über die Krawalle an Silvester spricht, verurteilt er natürlich auch die Übergriffe und das Aufbegehren gegen die Polizeibeamten und seine Ablehnung gegenüber dem Angang gegen Polizei begründet er wie folgt. Weil das ist die Exekutive des Staates, seine Aufgabe, die Ordnung zu wahren und dafür zu sorgen, dass ihr, wenn ihr mal einen Herzanfall habt, weil ihr mit 55 über der Shisha zusammenbrecht, dass dann auch euch jemand ins Krankenhaus bringt oder dass dafür gesorgt wird, dass wenn ihr eure Clankriege habt oder euch irgendwie eure Gruppen gegenseitig auf die Fresse hauen, dass dann auch jemand ins Krankenhaus kommt, wenn er muss. Hä? Und natürlich ist die Polizei als Exekutive innerhalb des Staates nicht dafür verantwortlich, dass du als Patient, potenzieller Patient, ins Krankenhaus kommst. Natürlich nicht. Dafür ist das Gesundheitswesen verantwortlich. Wenn wir berücksichtigen, dass wir in Deutschland das Gesundheitssystem maßgeblich kaputt gespart haben und privatisiert haben, zu großen Teilen, ist das sogar doppelt falsch. Das an der Stelle ein kleiner Einblick, wie verwirrt Simon an der Stelle in diesem Stream war. Und ich meine, solche Fehler und sowas, das passiert ja alles gut so. Nur geht es halt hier leider um Themen, die halt wirklich komplex sind und kontrovers. Da sind halt solche kleinen Versprecherverwirrereien mit großer Reichweite und einem großen Vertrauensvorschuss problematisch. Aber mit dem Thema der Menschen, die an Silvester auf Polizisten mit Feuerwerkskörpern geschossen haben im Rücken, leitet Simon nahtlos dann das nächste Thema ein. Und das ist halt wirklich, es hat halt im engeren Sinne wirklich wenig miteinander zu tun. Und es fällt mir wirklich schwer, das in dem Sinne auch dann ernst zu diskutieren. Aber es muss eingeordnet werden, meiner Meinung nach. Denn es so darzustellen, ist grob fahrlässig. Vollidioten, die denken, man müsste amerikanische Verhältnisse schaffen, auf Zwang und Teufel komm raus und ganz egal wie. Und wir sind nicht Amerika, wir haben nichts von den Problemen, die Amerika hat. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich diese Situation, diese Lebensumstände herbeizuwünschen, weil man so gerne auch oppressed wäre, weil man so gerne auch irgendwie das Gefühl haben will, Teil einer revolutionären Bewegung zu sein. Und was dabei rauskommt, siehst du ja bei solchen Trollers wie Greta Thunberg. Und an der Stelle muss man natürlich erwähnen, die Bewegung um Greta Thunberg herum hat natürlich nichts mit dem Frust und mit den gewaltsamen Aufständen in Amerika, aber auch hier in Deutschland von gerade Menschen mit Migrationshintergrund zu tun. Das ist halt wirklich, da liegen Welten zwischen den Themen. So klar, in der Gesellschaft, die komplex ist, gerade globalisierten Welt, können Themen korrelieren, aber einen Kausalzusammenhang oder das Gleichstellen, das ist halt wirklich völlig wirre. Und das macht an der Stelle auch gar keinen Sinn, das so darzustellen. Es ist tatsächlich schädigend in Bezug zu den wirklichen Problemen, die dahinter liegen. Und zwar im Falle der frustrierten, randalierenden Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Gesellschaft eine über Jahre verschleppte, ignorierte, vernachlässigte und sehr stigmatisierte Migrationspolitik. Und in dem Falle von Greta Thunberg und der Aktivismus, der von ihr ausgeht und um sie herum existiert,
halt dieselbe Art Vernachlässigung, nur in Bezug zu Klima- und Wirtschaftstransformation. Thematiken, gegenüber die ein Simon Kretschmer tatsächlich auch aufgeschlossen ist. Ich war wirklich großer Fan von, und es gibt ja zwei, jetzt höre ich kurz auf gleich, aber ich erzähle nochmal weiter. Es gibt ja zwei Naturschutz-Öko-Organisationen, so junge Geschichten, die ich supporte. Auch dagegen, dass eigentlich viele sagen, bist du bescheuert so, weil ich kann auch verstehen, dass das Leute nicht so geil finden. Aber die letzte Generation und Fridays for Future bin ich persönlich eher positiv gestellt gewesen. Denn er ist nicht ein typischer Wutbürger. Denn er ist tatsächlich im Kern ein guter Mensch und hat ein ernsthaftes Interesse, dass unsere Gesellschaft sich rafft. Aber es kommt halt leider in der Darbietung seiner Thesen nicht so rüber. Und er klingt dann, gerade wenn er jetzt dazu ausholt, gegen Greta Thunberg, die letzte Generation und Fridays for Future zu schießen, klingt das leider wirklich so, als wäre einer dieser typischen Stammtischbewohner, die sagen, wunderbar, ist besser und die Leute heutzutage und blablabla. Und das ist natürlich super tragisch. Vor allen Dingen, weil halt der Gedankengang von ihm so sprunghaft, lückenhaft ist, dass er inhärent keinen Sinn ergibt. Ich war immer auf deren Seite, aber nachdem sich jetzt beide Organisationen, und das ist auch so eine Sache, die eine kriegt gerade auf den Sack, Friday for Future, aber die andere ist genauso, hat genauso Dreck am Stecken. Wenn man dann nachforscht, wird intern auch über solche Sachen geredet, dass der Kern antisemitisch ist. Und ich denke mir dann, ja, fick. Dann seid ihr einfach keine Organisation, die ich unterstütze. Dann muss ich mir was Neues suchen, was vielleicht, ja, vielleicht einfach mal Leute, die keine Nazis sind. Das ist so ein bisschen der einzige Punkt, wo ich sage, ich hätte schon gerne, dass die Leute, die ich unterstütze, keine Nazis sind. So, auch wenn sie Bäume pflanzen. So, und an der Stelle haben wir einiges zu entpacken. Wir müssen erstmal hier differenzieren. Die europäische Organisation, die Dachorganisation Friday for Future, ist nicht gleich die deutsche Organisation Fridays for Future. Warum erwähne ich das an der Stelle? Weil die deutsche Organisation Fridays for Future sich sofort, nachdem sie antisemitische Äußerungen von der europäischen Organisation Fridays for Future gehört hat, von diesen Äußerungen distanziert hat. Das ist auch dokumentiert. Als eine Google-Suche, da findet man das sofort. Aber in Bezug zur letzten Generation, und man kann ja von der letzten Generation halten, was man möchte, das so darzustellen, als wäre eine gesamte Organisation bzw. der Kern da drin antisemitisch, weil die Organisation es nicht geschafft hat, in der Vergangenheit sich gegenüber den antisemitischen Äußerungen einzelner Personen innerhalb der Organisation zu äußern und sich davon zu distanzieren, ist schon bisschen verallgemeinert darzustellen. Das ist ungefähr vergleichbar mit, wir sind alle Rechtsextreme, weil AfD in Sachsen-Anhalt und in Thüringen rechtsextrem eingestuft sind. Wenn einzelne Organisationen in einer größeren Konstellation problematisch sind, ist nicht automatisch die gesamte Konstellation das Problem, was die einzelnen Elemente haben. Natürlich muss man an der Stelle anmerken, dass es eine Abgrenzung und eine Distanzierung von solchen problematischen Elementen zwingend notwendig sind im öffentlichen Diskurs. Wichtig und richtig, die Kritik ist relevant und wichtig voranzubringen. Anderer wichtiger Talking Point, den wir einordnen müssen, Antisemit sein ist nicht gleich Nazi sein. Wir müssen aufhören, Begriffe wie Nazi, Nationalsozialisten, zu verwässern. Nur weil wir, ein Simon beweist das in seinem Video, Nationalsozialisten mit der Wurzel allen Übels verbinden. Nazis sind problematisch und schrecklich, das haben wir alle verstanden. Hoffe ich doch bitte, Sachsen. Thüringen, rafft euch. Aber sie sind nicht gleichzusetzen mit allen Problemen in unserer Gesellschaft. Antisemitismus kann auch in linken Kreisen existieren. Antisemitismus kann auch losgelöst von nationalsozialistischem Gedankengut existieren. Das so darzustellen, als wäre das ein Synonym, ist sehr problematisch. Antisemiten gab es schon, bevor es Nazis gab. Antisemitische History ist so tief in unseren Kontinent verankert, wie Vorurteile zurückzuführen auf Ethnie, Hautfarbe und andere körpereigenen Merkmale. Okay. Und im folgenden Clip wurde mir auch klar, warum es Simon Kretschmer eventuell schlecht geht aktuell mit der aktuellen Situation und der Berichterstattung um die aktuellen Kontroversen. Das ist also, ich bin Medien-Junkie, was das angeht so, aber eben nicht die Medien, die mir irgendwas vorkauen und auch nicht irgendwelche Alternativmedien, sondern ich suche mir halt die Rohdaten und guck die mir an und wenn du halt diese Rohvideos, die dann natürlich überall nur noch zensiert gelaufen sind, gesehen hast, dann hast du genug gesehen. Mir ist an der Stelle nochmal wichtig, dass ich hier betone, mir geht es nicht darum, Simon Kretschmer zu mobben, zu exposen oder sonst was, sondern ich will an der Stelle aufklären, aufzeigen, wie problematisch das ist,
wenn man sich mit einem schlechten Mental State, und ich glaube, er ist gerade wieder in seiner Depressionsphase, weil er sieht auch nicht gesund aus. Er sieht fast so fertig aus mit seinen Augenringen wie ich mit meinen. Und wenn man dann keine bis kaum Medienkompetenz besitzt, und in dem Fall bedeutet Medienkompetenz zu wissen, wann man sich weniger Medien aussetzt, mal rausgeht und sich von gewissen Themen einfach mal ein bisschen distanziert, weil man sonst Gefahr läuft, verrückt zu werden. Und ich hoffe, dass er die Unterstützungsnetzwerke hat, um sich die Hilfe zu suchen, um sich die Hilfe auch dann zu nehmen. Denn nur zu suchen reicht nicht. Man muss sich auch nehmen und dann umsetzen, um eventuell einen besseren Umgang mit Social Media, mit seinem Konsum von Social Media und auch mit seiner Depression. Abschließend, weil ich will jetzt nicht noch tiefer in das Rabbit Hole dieses Videos reingehen, könnt ihr euch gerne selber angucken und euer eigenes Bild euch zeichnen, kann ich eigentlich nur noch mal erwähnen, ich habe jetzt die erste Podcast-Folge unseres gemeinsamen Podcasts auf meinen Zweitkanal hochgeladen. Guckt da gerne einmal rein, wenn ihr Bock auf Langformat-Unterhaltung im Dreigespräch habt. Absolut chillige Runde. Super krasse Ehrenmenschen. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Und natürlich will ich mich abschließend nochmal bei meinen Kanalmitgliedschaften bedanken. Ihr Ehrenmenschen seid einfach absolut krass. Ich liebe euch. Ansonsten kann ich nur noch sagen, folgt mir auf Instagram und trink genug Wasser, ess genug, treib Sport, mach alles richtig, was ich falsch mache. Wir sehen uns im nächsten Video.